Hallo Leute und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Nuke. Ich starte jetzt extra mal im Startscreen, denn ich möchte euch etwas erzählen. Ich habe aus eurer Sicht vorgestern, aus meiner Sicht gestern, also freitags, einen Livestream gemacht, 2 Stunden lang mit Ghosty. Da schon mal viele Grüße an dich, den findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Und da haben wir beide eine Maschine, ein Item gebaut. Das finde ich eigentlich das Beste eigentlich im ganzen Spiel, das man einfach immer braucht. Und einem das so richtig viel erleichtert. Ja, dann schaue ich mal im Server. Ich stehe direkt daneben. Vielleicht wissen es schon eine oder andere, was wir da gemacht haben. Also wir haben beide ein eigenes. Und es ist Startscreen. Die Ender Quarry. Ich habe mir diese bereits auch schon aufgestellt. Ich hoffe, dass alles funktioniert hat. Ich habe hier gerade einen kleinen, großen Startlag. Und ich freue mich einfach nur so, dass wir es geschafft haben. Okay, jetzt geht's. Sie hat schon 20.000 Blöcke abgebaut. Schau ich mal, was hier alles gibt. Ja. Nice. Okay, die Kisten haben ausgereicht. Eine Menge Kabel natürlich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie schon fertig ist. Aber ist ja nicht schlimm. Ich soll mich ja hiermit mal zufrieden geben mit einem Stack Eisen. Und allem möglichen weiß es so. Ich habe dieses mit dem Redstone Solar Panel. Und deswegen ist es recht einfach. Pro Sekunde ungefähr ein Block. Und ich habe die ja aus meiner Sicht gestern aufgestellt. Okay. So, auf jeden Fall stark. Wo ist denn die eigentlich gerade? Wo ist denn die Partikel? Ich habe ein recht großes Feld aufgestellt. Naja, ich lasse den einfach mal weitermachen. Dann hier mal in die Kiste ist etwas unwichtigere Zeug, was ich hier lassen kann. Ich bin ja auch ziemlich weit von zu Hause entfernt. Werde ich alles mal. Ich habe auch Item-Conduits gebaut. Wir waren im End. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Kann ich alles hier mal da lassen. So. Ich weiß ja, wo es denn ist, wenn ich es brauche. Einfach so richtig eine Menge von allem. Ist richtig krass. Ja, wir waren im End zum einen. Aber ich bin gerade ein bisschen konzentriert, um alle Erze rauszufinden. Haben dort nur Endermänner gefarmt, mehr haben wir nicht gemacht. So viel Kabel auch. Okay, das dürfte es gewesen sein. Vielleicht gab es hier noch was in der Truhe, was ich wieder mitnehmen möchte. So. Okay, und dann farmt die hier schön weiter. Ja, haben eine Menge Endermänner gefarmt. Ich habe so um die 2 Stacks an Enderperlen, so 30 Stück circa. Dann bin ich zufrieden. Ich habe mich richtig gefreut, diese Folge nun aufzunehmen. Denn jetzt haben wir richtig viele Erze. Ich möchte mich heute erstmal in der Folge mit der Nuke beschäftigen. Diese am besten auch fertig bekommen. So, Habermaut mal reinmachen. Ich habe nun eine, in Anführungszeichen, neue Tastatur. Ist eigentlich die alte, weil ich habe sehr oft gemerkt, vor allem bei anderen in Aufnahmen, dass man meine Tastatur immer sehr, sehr laut gehört hat und die auch ziemlich genervt hat. Deswegen habe ich jetzt mal meine alte genommen, weil die ist einigermaßen leiser, vor allem wenn ich nicht so auf meine Tasten haue, dürfte es wesentlich besser aushaltbar sein. Ist ja keine Gaming-Tastatur, aber kann genauso viel. Ich habe dies ja mit diesem Solar Panel angetrieben, der Ender Quarry. Jetzt habe ich leider zu Hause keine mehr. Naja, ich musste mich entscheiden. Ich werde wahrscheinlich dann noch eins machen. Oder ich werde auch bald einen Atomreaktor bauen. Das ist ja kein Problem mehr. Ich habe schon mal geschaut mit einem Tesseract. Damit kann man nämlich die Items und die Energie zum einen zu der Ender Quarry hin. Also das geht jetzt eher für die Energie. Aber auch die Items wieder zurück in mein Lagersystem. Oder beziehungsweise meine Kisten zu Hause transportieren. Doch dieser Tesseract ist sehr, sehr teuer. Ist einfach abnormal. Enderium braucht man aber auch eine Menge Enderperlen, eine Menge Maschinen und was weiß ich alles. Das kann ich mir jetzt noch nicht leisten. Hier ist ein Creeper explodiert. Daran war ich nicht schuld. Das war Klogi, der hat mir aber auf Skype
geschrieben, dass es passiert ist und dass sich dafür entschuldigt und so weiter. Ist kein Problem. Gut, was habe ich noch so gemacht? An Maschinen könnt ihr jetzt hier, glaube ich, nichts sehen. Ja. Hier könnt ihr halt. Wo habe ich das? Hier noch 15 Enderperlen. Hier noch eine, ja. Auf jeden Fall habe ich einige Sachen gefarmt. Dann gehe ich jetzt mal zum Polarizer hin. Tu mir mein. Es viele Eisen hier. Und das Copper durchschmelzen. Also man braucht noch Shiny und so weiter für den Tesseract. Das habe ich auch nicht. Habe hier noch irgendwas drin? Nein. Ich will mich jetzt heute, will ich unbedingt mal die Nuke fertig haben. Da habe ich sogar diese Woche, ja, rechtzeitig wahrscheinlich als einzigster geschafft. Ich weiß gerade gar nicht, ob jemand anderes es schon gemacht hat. Man kann ja entscheiden, ob man die Nuke spendet, Industrial TNT oder Uraniumblöcke. Ich benutze das, weil es meiner Meinung nach am billigsten ist. Da gehen aber die Meinungen weit auseinander. Gut, dann gebe ich hier mal Tin ein. Weil ich habe, glaube ich, ein bisschen Tin Powder. Tin Dust. Nehme ich einfach mal mit. Hier ist eine Menge Tin. Das Aluminium, das brauche ich nicht. Hier ist noch eine Menge Tinny Tinny. Und hier habe ich noch ein bisschen Dust. Okay. Kann ich auch gleich schlafen gehen? Kann ich auch jetzt schon? Nee. Dann lade ich noch die Schmink mit Jetpack auf. Hier sind noch einige Juices drin, natürlich mal ein paar mehr rein. Ja, läuft auf jeden Fall alles gut. Okay, dann ist das Teil voll und dann gehe ich schlafen. Dann gehe ich gleich noch mal ein wenig Tin Dust erstellen. Dafür tue ich mal das Copper raus. Okay, meine Kisten sind voll. Mein Inventar ist voll, aber meine Kisten auch. Alles reinschmeißen. Kein Platz mehr, okay. Geil. Naja, tue ich das hier mal raus. Und tu noch. Das war Tin, ja, es war. Das war Tin. Ich habe 17 Dust, das ist nicht so viel. Ich tue das trotzdem raus und tue das wieder rein. Das dürfte erstmal reichen, kommt da das Richtige raus. Polarized Tin. Habe ich es hier nicht irgendwo? Eine Crafting Station sowieso. Nein, die kann ich mal rausholen. Nein, scheinbar nicht. Okay. Dann kommen wir wieder zur Nuke. Das Tin Powder war in die ganzen Ecken. Ich platziere schon mal alles. So, brauche ich eine Menge Copper. Und diesen Hammer, den Forge Hammer. Habe ich da noch? Dürfte eigentlich noch einen haben. Irgendwo. Da. Kann er mal weg. Okay. Es kommt alles in die Mitte. Und da brauche ich noch eine Menge Coal Powder. Hier ist normale Kohle noch. Ich weiß, ich habe noch im Inventar. Hier ist Coal Powder. Hier habe ich noch eins. Wenn hier ist Coal Dust und. Keine Ahnung. Geht das so alles? Ja. Okay, dann brauche ich mehr von diesem Polarized Tin. Ja, stimmt, da war ja was, die kann man ja nicht stacken. Okay, und nehme ich hier mal die Hälfte raus. Und platziere die mal hier. Ah, geht es sich genau auf? Ja, perfekt. Ah, nicht ganz. Aber es passt schon alles. Ich mal das hier schmelzen. Dann muss ich hier mal das Eisen rausnehmen, da es sonst voll wird. Und dann schmelze ich auch dieses. Tue ich noch das gesamte Tin reinwerfen.
Kann man ja immer gebrauchen. So, und da haben wir wieder einen hiervon. Jetzt brauchen wir noch 4 Stück. Ach, mein Inventar ist so voll. Habe ich eigentlich eine Menge Gold? Mache ich mir noch mal eine Goldchest. Gold, Gold, Gold. Da, 8 Stück. Aus Norm in die Mitte ein. Eisen, dass ich wahrscheinlich. Doch, da habe ich noch 2. So, da haben wir ein Iron to Gold Up Chest. Iron to Gold Upgrade. Ich will auch diese Tin Powder noch verwenden. Ist ja wahrscheinlich irgendwas drin, was nicht drin sein sollte. Ne, ist nur Silver. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Was brauchte ich hier nochmal alles? Okay, Cold Powder hatte ich wahrscheinlich noch. So. Ich habe vergessen, Coal zu pulverisieren. Wo habe ich denn Coal? Wahrscheinlich hier. Ja. So. Nehmen wir kurz das hier raus. So, das nach da unten. Ja, passt ungefähr. Will ich das hier mal verwenden? Das geht ja genauso. Nur, dass das etwas blattsparender ist. Ja, genau, die Platte habe ich wahrscheinlich hier reingetan. Warum ist sie? Okay. Dann brauche ich mal mehr Kupfer. Und mehr Eisen. Ja, wo habe ich das Eisen? Da unten. Okay. Als nächstes bisschen Holz. Hill Barkwood Blanks. Sind es die Teile aus der Hölle? Oder aus dem Nether? Kann gut sein. So. Ja, so ungefähr passt es. Hätte ich auch in der Summe genügend. Hier brauchte ich die Polarized Coal. Sulfur, okay. Das brauche ich nicht ganz so dringend. So. Sich das vielleicht reicht das schon. Jetzt habe ich 3 Stück. Ich müsste irgendwo noch eine Platte haben. Oder täuscht mich doch, da unten habe ich noch ein bisschen. Dann brauche ich noch genau 2 Stück. Und die Call wird mal wieder nicht ausreichen. Kohle, 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 da oben habe ich Kohle gesehen. Ah doch, vielleicht reicht sie. Naja, ich tue mal noch ein bisschen nachlegen. Gut, dann habe ich jetzt hiervon schon 5 Stück, das heißt, ich brauche noch 3 von diesen Platten. Das heißt, ein kleines bisschen Tin. Das ist Silber. Da unten habe ich Tin. Wie viel brauche ich? 4 Stück, mache ich jetzt einfach mal. Und bei dir reicht es auch. Zwei Platten waren es noch. Ich noch ein bisschen was nachlegen. Ah ne, den reicht sogar schon. Ach, schade. Ist nicht schlimm. Ich brauchte hier nur
baue da noch eins. Und Nummer 2, dann habe ich die auch. Platziere ich. Ist es so, da habe ich die 6 Stück, perfekt. Die kommen nämlich rechts hin. In die Mitte eine Carbon Plate. Brauche ich eine Menge Cold Dust. Habe ich keine mehr? Doch, ich hatte hier oben doch noch. Perfekt. Reichen 2 Carbon? Ja, perfekt. Ja, falsch schon. Diese kommen dann in den Kompressor rein. Zack. Und dann hätte ich die beiden Carbon-Teile, dann brauche ich Refined Iron. Das brauche ich wieder Coal Dust und Eisen. Das ich mache mir doch noch mal ein bisschen. So. Da ist Induction Smelter. Und dann arbeitet es auf, was ich hin. Davon brauchte ich 4 Stück, oder? Ja. Dann brauche ich 8 Iron Blades. Ich muss mir erstmal einen neuen Hammer machen. Ah ne, ich habe noch einen Hammer. Kohle bitte. Reicht es? Bin mir nicht sicher. Naja, ich mache noch mal ein bisschen. Nicht, dass ich nachher so lange warten muss. Also 8 Stück waren es. So. Okay. Sind aus irgendeinem Grund nur 7. Einmal außen rum. Dann mit den Physik Machine Casing. Dann kommt in die Mitte. Dann brauche ich die Teile. Die kommen oben und unten hin. Und dann 4 Stück. Hier ist tatsächlich das Polarized Call ausgegangen. Kann ich auch gleich wieder schlafen gehen. Warum habe ich immer diesen Skelett in Skull? Im Inventar, das finde ich nicht ganz so toll. Gehen wir mal direkt schlafen. Ich glaube, ich würde es diese Folge noch schaffen. Ist auf jeden Fall nice. Hat perfekt gereicht, dann nehme ich das raus. Okay, es geht so nicht. Ich brauche einen Metal Former. Metal Former. Ach du. Okay. Euch. Erst brauche ich zweimal genau, dann brauche ich Kisten. Und Bronze. Okay, habe ich viel zu viel gemacht. Ah. Warte mal, jetzt brauchte ich 1, 2, 3, 4, 5, also 10 Stück. Machen wir noch mal ein bisschen was. Das Crafting-Feld ist nicht mehr vorhanden, dann tun wir das hier mal raus. So. Jetzt brauche ich eigentlich auch alles nicht mehr. Aber das fällt schon. Mache ich mir 2 Kisten. Da haben wir zweimal die Toolbox. Eine rechts und eine links. In der Mitte wieder so ein Teil. Es ist leicht gemacht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich das noch machen muss. Deswegen schaffe ich es vielleicht doch nicht in der Folge. Ich hoffe es aber. Ja. Es nervt ein bisschen.
Ich habe, glaube ich, keinen Koppel mehr, dann hole ich mir. Da ist ja direkt ein schöner Baum. So, dann wird erstmal der abgebaut. Und dann noch der hier. Habe ich auch gleich wieder Holz. Two-in-One-Aufgaben. Oder Two-in-One. Ja, ihr wisst was. Hoffe ich. Dann brauche ich ein so ein Tintal hier. Sehr schönes Wort. Dann ein paar. Ah ja, habe ich ja noch. Die Schere habe ich vorhin irgendwo gesehen. Ich glaube hier in der dritten war es. Genau, perfekt. Okay, dann haben wir das. Brauche ich einige Rubber Bars hier. Kommt es einmal hier oben hin. Und dann nehme ich mir Redstone, das müsste hier sein, genau. So. In die Mitte das und dann. Ich was falsch gemacht, muss ein Iron Plate sein. Ja, Iron Plate, okay. Kommt nämlich oben drauf und ein Coils. Da brauche ich eine Menge Copper Cable. Da brauche ich eine ganz schöne Menge an Copper Cable. Ah, das war falsch rum. So muss es sein. Und noch einmal bitte. Muss mir erstmal neue Blades machen. Industrial Craft ist einfach so teuer. So. Mitte 3 Eisen, da haben wir 3 Coils. Kommen wir unten hin, da haben wir den Metal Former. Der steht einfach auf die andere Seite. Kann mal wieder ein bisschen Kohle rein. Und dann kommt hier das Refined Iron rein. So, das müsste jetzt passen. Da kommen wir zurück zur Nuke, die doch dann teurer ist wie erwartet. Danach müsste ich alles haben. Ne, ich brauche noch Alloy. Tin, Bronze und. Tin, Bronze und Eisen. Sechs Stück von allem. Da brauche ich Tin. Kann ich das hier wieder zurück machen? Ja. Denk mal, es müsste passen. Brauche ich sechs Stück davon. Das haben wir dann auch. 1, 2, 3, 4. Und dann das 10, das reicht auch schon. Tin kommt oben, in die Mitte kommt Bronze und unten noch 6 Eisenteile. Da sind sie. Da habe ich was falsch gebaut. Iron, Bronze, Tin. Ja, okay. Gut, da haben wir das auch. Das kommt hier rein. Und da haben wir das. Und als letzten Punkt brauche ich dann noch 2 Advanced Circuits. Brauche wieder eine Menge Kabel und Rubber. Wollte ich mal noch ein bisschen Rubber. Die Folge wird einfach schon wieder so lang. Ich will es immer kürzer halten und dann. Aber ich will das jetzt unbedingt fertig haben. Aber es überzieht ja eh immer jeder im Projekt, deswegen passt es auch irgendwo wieder. Noch ein Baum. Ich brauchte, glaube ich, nur 12 Stück an Rubber. Jetzt habe ich ein bisschen mehr, passt auch.
Immer lieber zu mehr wie zu wenig. So. Ist es hier schon fertig? Perfekt. Ah, ich hätte weniger gebraucht davon. Naja, für den nächsten Nuke dann. Habe ich die nirgendwo platziert? Dachte ich. Warum habe ich denn die ganzen Teile hier im Inventar? Nur Platzverschwendung. Okay, 14 Stück reichen schon. Ja, da brauche ich 12 Copper-Cable. So. Erstmal so. Und dann verbunden mit dem Rubber kommt da isolated Teile raus. Dann rechts und links Threads und in der Mitte noch zweimal Iron Blades. So, und dann brauche ich Lapis Lazuli. Redstone habe ich noch. Und dann Glowstone. Da. Ein, zwei. Hat sogar Autocrafting funktioniert. Und dann haben wir die Nuke. Bam. Yes. Ist eigentlich jetzt schon die Kiste platziert worden? Ich glaube, ich bin der Erste, der es schafft, einen Nuke zu bauen. Oder beziehungsweise überhaupt die Spende, die man jede Woche bringen muss. Naja. Und dann war es das gleich mit der Folge. Ich will noch ein bisschen Erze schmelzen. Da habe ich noch ein bisschen was. Und hier in der Truhe ist auch noch eine Menge. Okay. So, und passt nicht mehr ins Inventar, ist nicht schlimm. Tue ich hier mal das Tin rein, das braucht man ja immer. Und hier das Copper. Ein bisschen Eisen. Und hier unten kommt. Ah, habe ich noch was? Nein. Naja, dann beende ich jetzt auch die Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und lasst uns einen schönen Kommentar da, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.